Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die liebe Claire Morgenstern und ich haben uns überlegt, dass wir mal wieder ein Lesewochenende machen wollen und das Ganze mit der Kamera festhalten wollen. Heute ist Freitag, der 3. März, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben es jetzt gleich 15 Uhr und wollen jetzt gleich loslegen. Und ja, wir waren uns erst nicht sicher, ob das alles so klappt, weil ich am Mittwoch einen kleinen Unfall hatte. Auf jeden Fall bin ich ziemlich lädiert. Und deswegen waren wir uns halt erst nicht sicher, ob wir das wirklich machen, wegen dem Film und so, ob ich das so hinkriege. Ja, aber da ich sowieso nichts anderes mache im Moment, als auf der Couch liegen oder sitzen und zu lesen, weil ich mich halt nicht wirklich gut bewegen kann, habe ich gesagt, ja gut, können wir jetzt trotzdem machen. Ich kriege das mit dem Film schon irgendwie hin. Nur deswegen weiß ich noch nicht genau, wie viel ich letztendlich filmen werde. Und ich denke mal, das Video wird diesmal auch nicht so aufwendig sein, wie ich es sonst manchmal mache bei einem Follow My Day oder bei einem Lesewochenende oder 7 Tage lesen. Weil ich halt noch nicht weiß, wie viel ich letztendlich wirklich filmen werde, weil ich echt nicht, noch nicht so fit bin und mich nicht sonderlich gut bewegen kann im Moment. Und ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben, dass ihr euch nicht wundert, falls vielleicht zwischen den Clips eine längere Zeit liegt und ich nicht so viel filme oder ja, mein Video irgendwie anders ist als sonst. Ja, aber wie gesagt, ich werde sowieso das ganze Wochenende nur auf der Couch liegen können und von daher passt das für mich eigentlich ganz gut mit diesem Lesewochenende. Und ja, ich habe auch einige Bücher, denen ich mich widmen will. Anfangen werde ich jetzt mit Zersplittert von Thierry Terry. Das ist ein Buch, was ich im Februar eigentlich lesen wollte, was ich auch angefangen habe und auch fast komplett gelesen habe, aber die letzten Seiten, ja, die fehlen halt noch, die werde ich jetzt noch schnell lesen, sind nur noch 50 Stück oder so. Also ich bin echt fast am Ende, ich habe es fast komplett geschafft im Februar. Ja, und das möchte ich jetzt noch beenden, bevor ich mich den anderen Büchern widme. Und ja, das werde ich jetzt als erstes in Angriff nehmen. Nebenbei gucke ich im Moment ein bisschen Lost. Ich habe die Serie wieder angefangen. Ich habe die schon mal geguckt bis auf die letzte Staffel und dachte, bevor ich jetzt einfach die letzte Staffel irgendwie hinterher schiebe, gucke ich die Serie nochmal ganz von vorne. Aktuell bin ich bei Staffel 2 und ja, das läuft so nebenbei. Und ja, ich widme mich jetzt erstmal dem Buch. Ich bin echt neugierig aufs Ende. Ich muss aber sagen, dass mir der, das ist ja der zweite Teil, dass mir das bisher nicht so gut gefällt wie Teil 1. Ich fand es die meiste Zeit ziemlich langweilig. Jetzt zum Ende hin wird es natürlich etwas spannender. Aber ob das jetzt so viel rausreißen kann, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall neugierig, was jetzt am Ende noch passiert. Und ja, das war auch erstmal schon alles. Das war jetzt nur eine kleine Einführung. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich das Buch beendet habe. Und euch dann erzählen, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, es wird ein sehr schönes und lesereiches Wochenende. Ich habe mir lesetechnisch so ein bisschen was überlegt, was ich gerne schaffen würde. Und ja, mal gucken, ob das mir so gelingt. So, wir haben es jetzt 16:30 und ich habe gerade Zersplittert endlich beendet. Ja, ich finde dieses Buch echt nicht so gut wie den ersten Teil. Also der erste, das weiß ich noch, der hat mich wirklich umgehauen, weil er so eine besondere Art von Spannung hatte und mir gefiel die Geschichte. Der zweite Teil war echt so den größten Teil in meinen Augen langweilig. Irgendwie fehlte mir da total was und ich weiß auch nicht. Das Ende war jetzt ein bisschen spannender. Es gab auch ein paar, ja, ich nenne es mal Enthüllungen, die sehr interessant waren, wobei ich mir einiges dabei auch schon gedacht habe. Ja, aber letztendlich viel schwächer als der erste Teil für mich, bekommt 3,5 Sterne von mir. Ich bin neugierig, ja, auf den dritten Teil, ob der das wieder rausreißen kann. Oft ist es ja so, dass der zweite Teil schwächer ist und der dritte dann wieder besser. Ja, jetzt mache ich weiter mit dem nächsten Buch. Wir haben es jetzt 16:30. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit Kalendergirl verführt. Das ist der erste Teil. Hier geht es um Mia, deren Vater hohe Schulden hat, um, ich glaube, 1 Million oder so waren es. Und um das Geld für ihn halt aufzutreiben, fängt sie an, als Escort Girl zu arbeiten und verbringt immer einen Monat bei einem anderen Mann, um den halt zu begleiten und was auch immer. Und dafür kriegt sie dann halt das Geld, was sie so dringend braucht. Für sie anfangs ein, ja, schrecklicher Gedanke, aber was halt dazu kommt, ist, dass sie sich halt fest vornimmt, das alles sehr distanziert zu halten, ohne irgendwelche Gefühle. Doch gleich der erste Mann stellt sie auf eine harte Probe. Dieses Buch lese ich auch mit Clary zusammen. Sie ist gerade schon fleißig dabei, hat sie mir geschrieben. Wir haben gestern die ersten 100 Seiten gelesen. Wir haben uns für jeden Tag, also wir haben uns pro Tag 100 Seiten vorgenommen, weil wir gerade beide etwas mehr Zeit haben. Das heißt, wenn alles klappt, können wir das Buch morgen schon beenden. Der Monat Januar, sprich, also das Buch ist in die Monate unterteilt. Der Monat Januar ist jetzt bei diesen 100 Seiten fast um. Ich glaube, das ist jetzt noch ein Kapitel oder so. Dann fängt praktisch ein neuer Abschnitt mit dem Monat Februar an. Ja,
Bisher gefällt uns beiden das Buch so lala. Es ist wirklich sehr oberflächlich. Also die Protagonistin ist mega oberflächlich. Ich kann sie überhaupt nicht verstehen. Irgendwie ihre Gedankengänge sind manchmal total bescheuert und es gibt irgendwie keine richtige tiefgehende Handlung. Es ist einfach nur, ich weiß auch nicht, es gibt wirklich nicht wirklich eine Handlung. Also das ist keine Ahnung, wo dieses Buch hinführen soll. Ich meine, es muss ja irgendwas geben, was sich aufbaut, was sich irgendwie entwickelt. Und bisher finde ich da noch nichts. Ja, keine Ahnung, was ich von dem Buch halten soll. Also echt nicht. Es ist jetzt nicht sonderlich spannend. Das liest sich Gott sei Dank sehr gut, sodass Claire und ich da gut vorankommen bisher. Aber so, also da gibt's, im Prinzip gibt es keine Handlung irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht jetzt. Ob sich das jetzt im nächsten Abschnitt mit dem nächsten Typen so fortsetzt, wie es beim ersten war. Oder ob es da mal eine Entwicklung gibt. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall jetzt das nächste, was ich lesen werde. Zwischendurch muss ich bestimmt mal eine Pause machen, weil wir gleich erst noch essen. Aber ansonsten widme ich mich diesem Buch und melde mich wieder bei euch, wenn ich dann die 100 Seiten gelesen habe. So, jetzt haben wir auch schon Samstag, den 4.3. glaube ich. Ja, ich habe gestern am Freitag dann nicht mehr gefilmt, weil es mir zum Nachmittag hin, zum Abend hin dann nicht mehr ganz so gut ging und da hatte ich nicht mehr so Lust, mich vor die Kamera zu setzen. Aber das macht ja nichts. Ich erzähle euch jetzt einfach, was ich gestern lesetechnisch noch geschafft habe. Zum einen hatte ich euch ja, glaube ich, als letztes gezeigt, dass ich Calendar Girl weiterlesen wollte, die 100 Seiten, die für gestern geplant waren. Das habe ich auch gemacht, habe die 100 Seiten geschafft und ich weiß nicht, was ich von diesem Buch halten soll. Es ist so, es erzählt irgendwie keine richtige Geschichte. Es passiert immer das Gleiche, es ist mega vorhersehbar und es ist nicht besonders spannend. Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was ich von der Protagonistin halten soll. Die ist einfach nur, keine Ahnung. Die Autorin versucht irgendwie so ein bisschen Tiefe, glaube ich, in die Geschichte mit reinzubringen, indem sie halt so von der Protagonistin die Vorgeschichte erzählt, beziehungsweise halt auch die Geschichte mit dem Vater, für den sie ja das Geld auftreibt. Aber das reicht nicht und das gelingt ihr auch irgendwie nicht wirklich, dadurch dann irgendwie mal was Interessantes in die Geschichte zu bringen. Also ich bin echt froh, wenn wir mit dem Buch durch sind. Wir lesen heute den letzten Abschnitt, wir sind auf Seite 207. Das Buch hat 360 Seiten, also heute der Abschnitt ist ein bisschen länger, weil wir das aber auch beide halt einfach ja, weghaben wollen, damit wir uns anderen Büchern widmen können. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich dann die Fortsetzung lesen werde, weil, ja, also ich meine, es liest sich gut vom Stil her und es unterhält auch irgendwo schon, aber es ist halt irgendwie, es ist irgendwie dämlich und ich weiß auch nicht, es hat keine richtige Geschichte und ich verstehe absolut nicht, wie manche so begeistert von diesem Buch sein können. Also das ist mir wirklich, naja, auf jeden Fall bin ich froh, wenn ich das Buch weg habe, deswegen werde ich mich da jetzt gleich auch als erstes dran sitzen, wenn ich für euch diesen Clip hier gedreht habe und werde versuchen, ganz konzentriert bis zum Ende zu lesen, damit ich das ganz, ganz schnell geschafft habe und mich dann heute noch anderen Büchern widmen kann. Das war das eine. Dann habe ich im Anschluss gelesen Shadow Falls After Dark von CC Hunter im Sternenlicht. Das ist der erste Teil dieses Spin-Offs zu Shadow Falls Camp. Das lese ich aktuell mit der lieben Sophia von Sophias Book Planet zusammen. Wir haben auch die ganze Shadow Falls Camp Reihe zusammen gelesen. Und haben uns halt dieses Spin-Off auch gemeinsam vorgenommen. Wir lesen da 50 Seiten pro Tag und sind aktuell auf Seite 158 angekommen. Wir haben das am, wann haben wir das angefangen? Am 1. am Mittwoch, glaube ich. Also auf jeden Fall am 1. Ja, das gefällt mir bisher richtig gut. Also besser als ich befürchtet habe, sage ich mal, weil Della ist ja hier die Protagonistin, die Vampirin, die im ersten Teil ja so die beste Freundin der Protagonistin war. Und die ist ein bisschen speziell gewesen immer. Also sie war mir nicht unsympathisch, aber ich fand es jetzt auch nicht so mega klasse, dass ich unbedingt mehr von ihr lesen wollte. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, aber man bekommt so, da sie jetzt die Protagonistin ist, doch noch mal ein paar andere Einblicke in ihr Wesen. Von daher finde ich es ganz gut. Und man trifft in diesem Buch halt auch eigentlich alle Charaktere wieder, die man schon aus dem aus der richtigen Reihe kennt. Und von daher gefällt es mir bisher wirklich gut. Und da freue ich mich auch schon, danach hier weiterzulesen. Das wird auf jeden Fall ja heute auch auf dem Plan stehen, da bis Seite 200 etwa zu lesen, wieder 50 Seiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann habe ich es gestern tatsächlich noch geschafft, ein weiteres Buch anzufangen, was ich jetzt unbedingt halt die Tage beginnen wollte, damit ich euch für euch pünktlich die Rezension dann hochladen kann, wenn dieses Buch nächste Woche, glaube ich, nee, übernächste Woche, am 13. erscheint. Und zwar ist es Rhapsody in Schwarz, Infernale, Teil 2 von Sophie Jordan. Ja, ich habe das Buch schon, weil ich es vom Löwe Verlag zugeschickt bekommen habe, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Und das liegt jetzt schon knapp eine Woche hier und ich wollte es unbedingt anfangen,
Und habe das dann gestern noch ja, spontan gemacht und bin tatsächlich gekommen bis Seite 73. Also ich habe gar nicht mehr lange gelesen. Es war auch echt abends, wo meine Konzentration nachließ. Und es ging aber echt schnell. Da bin ich nur so durchgeflogen. Es freut mich sehr. Es gefällt mir bisher auch gut. Mehr darf ich dazu aber auch nicht sagen, weil wie gesagt, es ist noch nicht erschienen. Und ich weiß nicht genau, wann ich dieses Lesewochenende hochlade. Von daher sage ich da jetzt einfach mal nichts zu. Ist ja auch der zweite Teil und ich will ja auch keinen spoilern und so. Aber ja, da will ich heute auf jeden Fall auch weiterlesen. Das sind so die drei Dinge, die ich heute auf jeden Fall lesetechnisch machen will. Wobei ich am Überlegen bin, wenn ich Calendar Girl beende, ob ich dann heute Abend nicht noch vielleicht noch ein anderes Buch anfange. Ich habe hier nämlich noch ein Rätsel-Exemplar, was ich im Februar schon lesen wollte, aber nicht geschafft habe. Und da müsste ich langsam loslegen. Aber ja, ich habe auch sonst noch ganz viele tolle Bücher auf meiner To-Read-List. Und ich habe auch noch ein Buch aus dem Februar, was ich angefangen habe und nicht beendet habe. Und ich habe auch das Subvoting-Buch aus dem Februar leider nicht geschafft. Von daher muss ich mal gucken, wenn ich Calendar Girl dann beendet habe, ob ich davon noch irgendwas anfange. Ja, aber soweit erstmal heute der Plan. Wobei ich sagen muss, ich würde es ganz schön finden, wenn ich Infernale echt bis morgen Abend durchgelesen hätte. Wie viele Seiten hat das denn? 380. Das heißt, es sind jetzt noch ungefähr 300 Seiten. Wäre sogar machbar. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das auch, dass ich mich voll ganz darauf konzentriere und versuche das halt wirklich jetzt im Rahmen dieses Wochenendes komplett zu lesen. Ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken, wie ich so Lust habe. Ja, wir haben es jetzt 13:30. Ich habe eben schon ein Video geschnitten, was ich dann gleich hochlade für heute, eine Rezension. Und sonst werde ich es mir jetzt gemütlich machen und zu lesen anfangen und fange an, wie gesagt, mit Calendar Girl. Und ja, nebenbei lege ich mir einen Film, glaube ich, rein. Ich weiß gerade noch nicht. Mal gucken. Ich melde mich auf jeden Fall dann später wieder. Spätestens, wenn ich mit Calendar Girl durch bin. Kann also ein bisschen dauern, weil so 150 Seiten brauche ich auf jeden Fall 2 Stunden für. Und wenn ich zwischendurch mal eine Pause mache oder so, wird es ja dann auch wieder länger. Von daher mal gucken, ich weiß es nicht. Aber spätestens dann werde ich mich auf jeden Fall wieder bei euch melden. So, ich habe Calendar Girl gerade beendet und ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Buch sagen soll. Also ich werde morgen noch eine Rezension dazu drehen. Bis dahin werde ich mir mal ein paar Gedanken machen. Ich fand das Buch einfach nur so, ja, keine Ahnung, Zeitverschwendung. Also der letzte Abschnitt war tatsächlich doch ein bisschen besser von der Handlung her. Aber so eine wirkliche Handlung gibt es jetzt trotzdem irgendwie nicht in diesem Buch. Also ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist echt so blöd. Ich habe dem Ganzen jetzt 2 Sterne gegeben. Bin noch im Überlegen, vielleicht auch 2,5 zu geben, weil der letzte Abschnitt, wie gesagt, ein bisschen unterhaltsamer und besser war. Aber so im Großen und Ganzen ist das so ein Buch, was ich gleich wieder vergesse und wo es mich ärgert, dass ich meine Zeit damit verbracht habe. Aber naja, jetzt habe ich es beendet, habe damit auch gleich das erste Buch für den März beendet und jetzt mache ich mich als nächstes an. Wo ist es? Drin. Shadow Falls After Dark, das lese ich jetzt als nächstes, den heutigen Abschnitt. Ich bin jetzt am Überlegen, ich werde mir, denke ich mal, vorher jetzt erstmal was zu essen machen. Weil es ist schon 16:30 und langsam kriege ich Hunger und dann werde ich mal auf Netflix nach einem Film oder so stöbern, dass ich nebenbei irgendwas gucken kann, weil das Fernsehprogramm ist auch irgendwie nicht überzeugend. Ich weiß gar nicht, was kommt als nächstes. Na gut, The Big Bang Theory, das kann man schon gucken. Aber da kenne ich ja auch mittlerweile jede Folge in- und auswendig. Von daher gucke ich mal auf Netflix, was ich da noch so auf meiner Liste habe und esse erstmal was und ja, dann lese ich weiter. Und ja, das ist so der Plan. Mehr habe ich gerade auch schon echt gar nicht zu sagen. Es tut mir sehr leid, wenn dieses Video vielleicht ein bisschen langweilig wird, aber ja, aktuell geht es nicht anders. Ich muss nachher nochmal gucken, dass ich noch irgendwie eine Pause mache beim Lesen und so und meine Videos für morgen vorbereite, weil morgen ist mein Drehtag und den will ich auch unbedingt einhalten. Und da muss ich mir noch ein paar Notizen machen für den Monatsrückblick, dann die Rezension zu Calendar Girl. Einen Tag wollte ich machen, da muss ich mir die Fragen nochmal raussuchen. Das muss ich zwischendurch alles noch so ein bisschen machen. Aber ja, jetzt werde ich erstmal was essen und dann mache ich mich an Shadow Falls After Dark und dann mal gucken, mit welchen Büchern ich dann so den Abend verbringe. Da bin ich wieder und wir haben tatsächlich schon Sonntag. Dieses Mal ist echt irgendwie der Wurm drin, was das Film angeht. Aber ja, ich habe es gestern eigentlich im Großen und Ganzen einfach nur vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich euch zuletzt abgedatet hatte. Ich glaube, das war, nachdem ich Calendar Girl beendet habe. Kommt das hin? Ich glaube schon, auf jeden Fall hatte ich dann überlegt, dass ich mir was zu essen mache und dann lese. Stattdessen habe ich aber, ja, habe mir was zu essen gemacht, habe aber dann einen Film geguckt, war danach in der Badewanne so ein bisschen zur Entspannung und danach habe ich es einfach vollkommen vergessen, für euch nochmal irgendwie ein Update zu drehen.
Ja, von daher, ja, irgendwie läuft das dieses Mal nicht so richtig. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, lange schon kein Follow My Day oder sowas mehr gedreht. Irgendwie bin ich da voll raus. Aber macht nichts, weil ich habe schon mal ein komplettes Wochenende gedreht und dann hatte ich hinterher so viel Material, dass ich alles Mögliche wegkürzen musste. Sonst wäre das Video über eine Stunde gewesen. Von daher ist es, denke ich mal, gar nicht so schlimm, weil dadurch, dass es 3 Tage sind, kommt ein Video mit angenehmer Länge, denke ich mal, am Ende zustande. Ja, was habe ich gestern noch gelesen? Ich habe dann gar nicht mehr so viel gelesen. Ich hatte ja Kalendergirl beendet und habe dann irgendwann abends den nächsten Abschnitt in Shadow Falls After Dark gelesen. Das waren 50 Seiten wieder. Ich bin bis 212 bin ich jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall 50 Seiten gelesen und habe dann nochmal 50 Seiten in Infernale gelesen. Und danach war ich auch zu müde und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Das heißt, ich habe gestern, da es in Kalendergirl 150 waren, ja, 250 Seiten gelesen. So viel habe ich am Freitag auch gelesen. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, heute ist Sonntag. Heute ist mein YouTube-Tag, sprich, heute drehe ich Videos. Ich bin eigentlich nur am Überlegen, was ich jetzt wann mache. Wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ich glaube, 1, ne, halb 2 sogar schon. Ich habe gestern entgegen meiner Planung die Videos auch nicht mehr großartig vorbereitet. Den Monatsrückblick habe ich eben schon vorbereitet. Dann habe ich gestern festgestellt, dass ich den Tag, den ich eigentlich heute drehen wollte, vor 3 Monaten schon gedreht habe. Den habe ich erst gemacht, den brauche ich also nicht machen. Deswegen habe ich mir gestern spontan noch einen anderen Tag rausgesucht. Den müsste ich noch vorbereiten, die Rezension müsste ich auf jeden Fall noch vorbereiten. Was wollte ich noch machen? Das sind 3 Videos. Was wollte ich denn noch drehen? Ach ja, das Reading With zu Shadow Falls After Dark. Sprich, ich müsste noch ein bisschen was vorbereiten, da ich das gestern nicht mehr gemacht habe. Ja, so. Dann lesen schiebe ich, glaube ich, erstmal nach hinten. Das mache ich später, wenn ich die Videos... Ich glaube, ich mache die Videos, wenn wir gegessen haben. Das ist immer am sinnvollsten. Ich bereite die jetzt vor und drehe die dann, wenn wir gegessen haben, weil ich dann nicht unterbrechen muss. Meistens ist es sonst so, dass ich dann fange zu drehen und dann ist irgendwann das Essen fertig und dann muss ich aufhören und bin draußen und das ist irgendwie doof. Von daher werde ich, denke ich mal, jetzt erstmal die Videos vorbereiten, dann ein bisschen schreiben, weil, ja, das ist in letzter Zeit bei mir viel zu kurz gekommen und ich hatte schon vor paar Wochen eine Idee zu einer neuen Geschichte, die ich jetzt parallel zu meinem Hauptprojekt, sag ich mal, anfangen wollte und mir da schon mal ein paar Gedanken machen wollte und ich bin da immer nicht zugekommen, das ärgert mich total. Da bin ich in letzter Zeit echt viel zu wenig zugekommen, von daher werde ich das dann machen, wenn die Videos vorbereitet sind und ja, dann essen und dann die Videos drehen und dann werde ich, denke ich mal, lesen. So sieht der Plan für heute aus. Ja, ansonsten bleibt mir, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ich bin übrigens sehr, sehr begeistert von meinem Lesemonat Februar. Ich habe nämlich echt 10 Bücher gelesen. Das ist echt super. Vor allem, weil der ja auch 3 Tage weniger hat, der Monat. Und da würde man eigentlich nochmal ein Buch schaffen. Aber so bin ich echt zufrieden. Das war mehr als im Januar. Ja, sonst habe ich echt nichts zu erzählen. Wenn ich Infernale dann beendet habe, ist das sehr gut, weil Sophie Jordan hat ja diesen Monat schon wieder ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, die wahre Königin, Königreich der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt oder das Buch, also der Teil heißt die wahre Königin auf jeden Fall. Ist so ein dunkles Cover mit so einer Rose oder so oder einer Tulpe oder irgendwie sowas drauf. Klang auf jeden Fall sehr interessant und da ich ja mit Infernale dann eine weitere Reihe von ihr beendet habe, kann ich mir ganz guten Gewissens diesen Monat das neue Buch von ihr kaufen. Da bin ich nämlich sehr neugierig drauf. Das habe ich gestern auch noch so festgestellt, habe ein bisschen gestöbert und habe mir auch ein neues Hörbuch runtergeladen und zwar der Black Thorn Code oder wie das heißt. Das ist jetzt auch Ende letzten Jahres erschienen und das ist so süß, das hat nur 4 Stunden Hörzeit, also es ist gekürzt, aber das Buch scheint an sich, denke ich mal, recht dünn zu sein. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, wie das aussieht. Von daher, ja, da werde ich schnell durch sein. Da wollte ich gestern erst mit anfangen sogar und dachte mir, vielleicht schaffst du das jetzt am Wochenende noch, aber ja, habe ich dann doch nicht gemacht. Ja, egal. Ja, ich werde jetzt erstmal die Videos vorbereiten und ein bisschen schreiben und ich denke, ich melde mich dann irgendwann, bevor ich anfange, richtig Videos zu drehen. Bis dahin muss ich nämlich meinen Kameraakku auch ein bisschen aufladen, damit das nachher klappt. Sonst ist der nachher während des Drehens einfach leer und das wäre ein bisschen unpraktisch. Das passiert mir viel zu oft. Und ja, von daher war es das jetzt erstmal und ich würde sagen, bis später. So, wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Wir haben es jetzt 16 Uhr und ich habe meine Videos vorbereitet. Bin jetzt am Überlegen, wann ich sie drehe.
Ich wollte diese heute drehen, aber heute ist eh videofreier Tag, in dem Sinne, dass heute kein Video von mir kommt. Also ich nicht unbedingt eins drehen muss. Und ich überlege gerade, ob ich das einfach auf morgen schiebe, weil ich gerade irgendwie nicht so in der Stimmung bin. Außerdem geht das Internet nicht. Ich wollte eigentlich mit der lieben Clary heute ein Hangout machen. Wir wollten das vorhin machen, haben es versucht. Aber dann streikte mein Internet plötzlich und das hat sich noch nicht wirklich gebessert. Das heißt, hochladen könnte ich im Moment sowieso nichts. Oder ja, deswegen irgendwie, keine Ahnung. Ich bin auch irgendwie nicht richtig in der Stimmung heute. Ich weiß auch nicht. Von daher bin ich im Überlegen, ob ich das einfach auf morgen schiebe. Ich habe morgen früh halt auch Ruhe, weil ich alleine zu Hause bin und da platzt nicht ständig jemand rein oder so. Von daher bin ich im Überlegen, ob ich das da mache. Das würde halt reichen, weil erst morgen wieder ein Video von mir kommen soll. Ja, dann würde ich jetzt nämlich weiter schreiben. Ich habe eben schon angefangen. Im Moment schreibe ich ganz altmodisch mit Kugelschreiber und Papier. Das mache ich ganz gerne, wenn ich gerade erst irgendwie anfange mit einer Idee und nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, dann schreibe ich immer gern mit Stift und Papier, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Ideen fließen dann besser. Und deswegen mache ich mir meine Notizen auch immer handschriftlich und nicht am PC. Da schreibe ich halt nur so die endgültige Fassung im Prinzip. Oder ja, die erste Fassung, wenn ich da richtig anfange zu schreiben. Und so kann ich mir halt immer irgendwie an die Ränder noch was hinkritzeln, irgendwelche Notizen und so. Von daher fange ich so immer ganz gern an. Und ich glaube, ich würde da jetzt auch gern einfach erstmal weiterschreiben. Und dann bald ein bisschen lesen. Von daher, ja, glaube ich, verschiebe ich das Drehen erstmal. Ich hoffe, dass das Internet nachher irgendwie wieder geht, dass wir den Hangout noch machen können. Das war echt doof. Wir haben es vor allem, wir wollten es erst gestern machen und dann haben wir es aber verschoben, weil gestern hat es dann auch nicht so gepasst, weil ich weiß gar nicht mehr, was war dann. Weil wegen Essen und was war dann? Ach ja, weil ich dann halt doch gerne ein Bad nehmen wollte abends. Und so weiter. Irgendwas war. Auf jeden Fall hatten wir dann plötzlich nicht mehr so die Zeit. Und deswegen haben wir es auf heute verschoben und heute geht das Internet nicht. Ne? Das ist richtig fies. Das regt mich auch total auf, weil in letzter Zeit haben wir dauernd so eine Störung hier im Internet. Naja, aber ich hoffe, dass das nachher wieder geht. Ansonsten, ja, schreibe ich jetzt, glaube ich, erstmal weiter. Aber ich kann euch ja verraten, was meine Leseziele für heute noch sind. Also auf jeden Fall muss ich ja bei Shadow Falls Camp die 50 Seiten lesen. Dann will ich natürlich Infernale weiterlesen. Wozu ich noch nicht viel sagen darf. Mir ist nämlich vorhin eingefallen, ich habe euch erzählt, wie weit ich gelesen habe. Ich habe euch aber gar nicht erzählt, wie es mir gefallen hat. Und dann fiel mir ein, ach nee, das darfst du ja auch gar nicht. Ja, so, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ja, die 50 Seiten Shadow Falls Camp, Shadow Falls After Dark. Das gefällt mir bisher übrigens ganz gut, wobei ich sagen muss, es hat mich noch nicht so gepackt wie Shadow Falls Camp, aber wir sind ja auch noch nicht mal bei der Hälfte. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, das entwickelt sich erstmal so langsam. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der erste Teil Geborene Mitternacht auch noch nicht von der Handlung her so intensiv wie dann die Folgebände. Da gab es auch viel zum Kennenlernen in der Welt, so viel Einführendes und das ist hier halt auch. Man kennt die Welt zwar, sie wird auch nicht mehr großartig erklärt, weil natürlich die Autorin davon ausgeht, wenn man dieses Buch liest, hat man die andere Reihe schon gelesen und weiß, was das Shadow Falls Camp ist und so weiter. Aber es ist viel so Della als Protagonistin kennenlernen, es sind neue Charaktere aufgetaucht, die eingeführt wurden. Und von da entwickelt sich das alles erst noch. Ich glaube, das wird noch ziemlich gut. Das wird noch mehr und wird sich noch ändern. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das waren die Pläne, die ich so hatte. Und dann möchte ich ein Buch anfangen. Und zwar Unsterblich von Jens Lubedy. Das wollte ich im Februar schon lesen, habe es aber nicht mehr geschafft. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich die Bücher, die ich in einem Monat von der Liste nicht schaffe, immer in den nächsten mit reinnehme und wenn ich sie dann nicht schaffe, weiter. Also ich habe hier, Moment, seht ihr das? Da, das Ding hier, das ist meine Leseliste. Hier stapel ich die Bücher, die ich lesen will. Und, oh, das ruckelt jetzt. Ja, ich lasse die Bücher da einfach immer liegen, wenn ich sie nicht geschafft habe. Also liegen sie da, so habe ich sie immer im Blick und weiß, die will ich noch lesen, weil, ja, ich hatte es letztes Jahr ganz oft, dass ich, oder zumindest mehrmals, dass ich Bücher mir vorgenommen hatte, dann habe ich sie nicht geschafft, habe sie zurück ins Regal gestellt und mehr oder weniger vergessen und ewig nicht gelesen. Zum Beispiel bei Throne of Glass weiß ich das zum Beispiel. Den zweiten Teil habe ich mir im Januar oder Februar das erste Mal vorgenommen und gelesen habe ich ihn, glaube ich, im
Oktober, November auf jeden Fall sehr spät. Und um das zu vermeiden, lasse ich die Bücher, die ich nicht schaffe, jetzt einfach irgendwann da liegen. Wenn sie sich ansammeln, ist das auch nicht schlimm, weil irgendwann sind es vielleicht so viele, dass es für eine eigene Leseliste reicht. Und Hauptsache, ich lese sie dann mal. Also der vierte Teil von Lockwood & Co. liegt hier zum Beispiel auch noch, auf den bin ich total neugierig. Aber ich habe ihn bisher einfach nicht geschafft. Auf jeden Fall, ja, gehört dieses Buch halt auch dazu. Das habe ich auch einfach liegen gelassen. Und da das Ganze ein Rezi-Exemplar ist, möchte ich es aber jetzt unbedingt anfangen, damit das mit der Rezension halt nicht so lange dauert. Und von daher möchte ich das heute gerne noch beginnen, damit ich das so im Rahmen der nächsten Woche lesen kann. Was habe ich denn hier? In dem Buch liegt was drin. Ist das irgendein Poster? Ah ja, kennt ihr das? Das ist auch irgendein Buchcover. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das... Ah, Giants, genau. Das ist auch irgendwie so eine Science-Fiction-Geschichte. Naja, ja, deswegen will ich das auf jeden Fall heute auch noch beginnen. Und von daher, ja, bei Infernale würde ich gerne bis zur Hälfte kommen. Von daher glaube ich echt, ich verschiebe das Videos drehen erstmal. Zur Not kann ich auch heute Abend noch drehen, wenn ich dann spontan Lust habe. Aber es ist schon 16 Uhr. Ich schreibe jetzt noch ein bisschen, so eine Stunde auf jeden Fall, denke ich. Und dann fange ich an zu lesen und ich werde wahrscheinlich als erstes in Shadow Falls After Dark weiterlesen. Einfach damit ich den Pflichtabschnitt, sage ich mal, für heute geschafft habe. Und bevor ich lese, melde ich mich aber auf jeden Fall nochmal bei euch. Wochenende zu beenden. Ja, ich fand es lesetechnisch sehr gut, sehr erfolgreich. Ich meine, ich habe noch Infernale beendet, habe meine Abschnitte in Shadow Falls After Dark geschafft, habe Kalender Girl beendet, Gott sei Dank, so ein schreckliches Buch. Was habe ich noch gelesen? Und Sterbliche habe ich angefangen. Also lesetechnisch fand ich das Wochenende wirklich super und hatte viel Spaß. Ja, videotechnisch, ich weiß nicht, ich bin nicht so viel zum Film gekommen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich hoffe, es ist für euch trotzdem ein einigermaßen schönes Video dabei rausgekommen und ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Es ist halt alles ein bisschen doof gewesen und auf einen doofen Zeitpunkt gefallen. Ich wollte es aber auch nicht verschieben und dachte, ich versuch's lieber so und beim nächsten Mal wird's wieder besser und wird's wieder ein bisschen anders. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich fand das Lesewochenende super. Die liebe Clary verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr auch bei ihr vorbeischauen. Und ansonsten verlinke ich euch natürlich alle Bücher wieder unten in der Infobox. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche, ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.